Völlig losgelöster Jubel ist das nicht. Die SPD nur eine Nasenlänge vor der AfD. Nur wenn Brandenburgs Ministerpräsident Woidke den Abend als Sieger abschließt, kann er auch definitiv im Amt bleiben. Er gibt sich siegessicher. Ich möchte mich bei euch allen bedanken, dass wir es geschafft haben, wiederum zu zeigen, dass es in diesem Land vor allen Dingen eine Partei gibt, der die Menschen vertrauen. Und das ist nach wie vor die Brandenburger SPD. Was mir Sorge macht, ist das Ergebnis der AfD. Und das ist der Grund dafür. Die AfD verdoppelt ihr Wahlergebnis und feiert ihren Spitzenkandidaten Kalbitz mit Sprechchören. Die neuen Erkenntnisse über seine rechtsextreme Vergangenheit haben offenbar nicht geschadet. Ja, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir als Sahnehäubchen auch stärkste Kraft werden. Aber eins zeigt dieses Ergebnis: Die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Die Grünen haben ihr Ergebnis ebenfalls fast verdoppelt. Das liegt wohl auch an der beliebten Annalena Baerbock, die nicht nur Bundesvorsitzende ist, sondern auch Landeschefin in Brandenburg war. Die Grünen könnten Teil einer rot-rot-grünen Koalition werden. Sonst haben wir nicht geschwitzt, dass uns der Schweiß runterlief, sondern gezittert, dass wir in den Landtag reinkommen. Heute haben wir unser Wahlergebnis verdoppelt und das ist ein Riesenerfolg für uns alle. Auch die Linke könnte trotz Verlusten in der Regierung bleiben, sofern Dietmar Woidke sich nicht doch für die CDU entscheidet, die wohl deutlich unter 20% bleibt. Ungewollt spannend dürfte der Abend auch für die Liberalen werden. Sie kämpfen mit der 5%-Hürde.